Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dem Lesemonatsvideo Mai. Mein Name ist Svenja, falls ihr mich noch nicht kennt. Und ja, ich habe jetzt gerade Mittagspause und dachte, rede ich doch mal ein bisschen über die Bücher, die ich so im Mai gelesen und gehört habe. Und dazu habe ich mir einen Ingwer-Orange-Tee gemacht. Ich habe heute Morgen schon sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Deshalb bin ich jetzt auf Tee umgestiegen, weil ich bin immer noch etwas müde. Ich war nämlich am Wochenende auf so einem Familienwochenende bei meiner Tante mit irgendwie Full House. Also mein Cousin wurde 30 und dann war halt Familie eingeladen. Und ich merke richtig, wie ich immer mehr ein Heimschläfer werde. Also ich schlafe am besten und am liebsten einfach zu Hause. Da war ich dann irgendwie, als ich am Sonntag nach Hause gekommen bin, richtig müde und das zieht jetzt noch so ein bisschen nach. Aber ich finde es einfach erstaunlich, weil früher hat mir das irgendwie nichts ausgemacht, irgendwo anders zu schlafen. Also ich konnte einfach überall richtig gut schlafen und inzwischen merke ich da schon einen Unterschied. Ja, mal schauen, wie es nächstes Wochenende wird. Da bin ich nämlich auch unterwegs. Da gehe ich mit einer Freundin nach Hamburg. Die hat mir nämlich letztes Jahr zum Geburtstag so einen Gutschein für das Theaterstück Harry Potter und ein verwunschenes Kind geschenkt. Und da gehen wir am Wochenende hin. Ich habe auch überlegt, tatsächlich, ob ich da ein bisschen vloggen soll. Ich habe vorher noch nie gevloggt. Das wäre mein erstes Mal. Und ich habe mir auch schon ein bisschen was überlegt, um das halt auch ja, buchig zu gestalten, weil ich denke, ich werde in Hamburg nicht viel zum Lesen kommen, wenn ich da mit meiner Freundin unterwegs bin. Aber ein bisschen zum Einschlafen lese ich immer. Und deshalb dachte ich, dass ich einfach meinen E-Book-Reader mitnehme und mir ein paar Leseproben runterlade von Büchern, an denen ich interessiert bin und die dann halt immer abends dann lese. Und ja, dann kann ich so ein bisschen in dem Vlog dann auch noch zusätzlich zu Hamburg und was wir da machen eben erzählen, wie mir die Leseproben gefallen haben und ob ich die Bücher dann eben kaufen möchte oder irgendwie anders konsumieren möchte. Genau, ja, das bin ich noch am Überlegen. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall versuchen, ob dieser Vlog dann jemals das Licht der Online-Welt erblickt. Werde ich dann sehen, wie wohl ich mich auch damit fühle. Ja, genau, aber ihr könnt mir auch gerne mal in den Kommentaren dalassen, ob euch solche Vlogs überhaupt interessieren oder eher nicht. Und ja, genau, vielleicht versuche ich es, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ja, aber darum soll es ja jetzt überhaupt gar nicht gehen. Ich rede schon wieder viel, viel zu lange, sondern um den Lesemonat. Es wird um 7 Geschichten gehen, die ich auf irgendeine Art und Weise konsumiert habe. Und deshalb würde ich sagen, macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl und viel Spaß beim Video. Ich habe gerade einen Schluck davon getrunken und ich liebe eigentlich Ingwer-Orange-Tee, aber ich habe den immer von Messmer, glaube ich, genommen und der ist jetzt von Teekanne und der Beutel ist echt schon eine Weile drin, aber das schmeckt irgendwie trotzdem nicht so intensiv wie die von Messmer. Nein, vielleicht haben die von Messmer Aromastoffe noch mit drin, keine Ahnung. Naja, vielleicht muss er auch einfach noch ein bisschen ziehen. Ich werde euch up to date halten, ob ich finde, der Tee schmeckt dann noch ein bisschen intensiver nach Ingwer vor allem. Also mir fehlt so ein bisschen der Ingwer-Geschmack gerade. Ja, genau. Aber jetzt geht's wirklich los. Fangen wir wie immer mit den Büchern bzw. dem Buch, weil diesmal ist es nur eins, an, was ich nicht in die Kamera halten kann, weil ich es gehört habe. Und zwar geht es um Vengeance von Ruby Brown. Das ist eine ja, Jugend-Romantasy-Geschichte, würde ich sagen, in der Träume eine Rolle spielen. Also ich habe mich sehr, sehr für das Buch interessiert, weil ich ja die Silberreihe total gerne mochte von Kerstin Gier. Ja, und ich hatte auch wirklich schon lange nichts mehr in die Richtung gelesen. Also jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und in Vengeance geht es um die Academy of Dream Analysis und um Nemesis von Winter. Von? Ich weiß gar nicht, ob sie Nemesis von Winter oder nur Winter heißt. Auf jeden Fall soll sie an dieser Academy zu einer Luziden ausgebildet werden und man unterscheidet im Prinzip in dieser Welt oder ja, auf dieser Academy oder bei Traumgeborenen zwischen Luziden und Traumwandlern. Und Luzide können
ihren Traum bestimmen und auch irgendwie die Wirklichkeit durch ihre Träume verändern, wobei ich da noch nicht so ganz verstanden habe, wie das funktioniert, obwohl ich das erste Buch schon gelesen habe. Und die Traumwandler können auch in die Träume von anderen gelangen. Dieser Unterschied ist auf jeden Fall wichtig zu wissen im Laufe der Geschichte. Und Nemesis geht nicht einfach so auf diese Academy, sondern sie möchte auch Rache, weil ihr Bruder ist an dieser Academy ums Leben gekommen und Nemesis und ihre Familie vermuten ganz stark, dass die Direktorin ja ihn getötet hat. Und da möchte sie eben mehr rausfinden. Und auf dieser Academy trifft sie dann auch auf Mercy. Das ist sein Spitzname. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der ausgesprochene Name heißt. Und Mercy ist der Neffe von der Direktorin und irgendwas verbindet die beiden. Aber ja, ich meine, er ist der Neffe von der Direktorin. Sie verdächtigt die Direktorin, ihren Bruder umgebracht zu haben. Also haben wir hier schon so Enemies to Lovers Vibes, würde ich mal sagen. Und genau, darum geht die Geschichte. Und jetzt, wie hat es mir gefallen? Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich war nicht total begeistert. Ich fand das Buch auch nicht schlecht. Ich finde, es hat wirklich tolle Elemente gehabt. Vor allem, ja, was mich vor allem am Ball gehalten hat, also erstmal, ja, ich möchte auch den zweiten Teil hören, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Bücher unbedingt bei mir im Regal stehen haben muss. Also ich hatte mir Vengeance auch gekauft. Ich habe es jetzt aber schon wieder aussortiert und weitergegeben. Genau, weil ich dachte, ja, nee, da muss ich dann nicht. Ich meine, wenn man einen Teil von der Reihe oder den ersten Teil von der Reihe kauft, dann möchte man ja auch den nächsten Teil von der Reihe haben und dann habe ich lieber keinen Teil einer Reihe bei mir stehen als nur einen, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau, weil mich die Geschichte jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat, dass ich gedacht habe, ich muss sie unbedingt jetzt bei mir haben. Trotzdem fand ich sie nicht schlecht. Also ich schwanke immer noch ein bisschen zwischen 3,5 und 4 Sternen. Direkt nach dem Lesen war ich bei 3,5. Als jetzt so ein bisschen Zeit vergangen ist und als ich mich auf das Video vorbereitet habe, habe ich gedacht so, ja, vielleicht doch irgendwie 4, weil ja, ich bin halt nochmal so die positiven, die negativen Aspekte durchgegangen und das Positive ist schon auch vorhanden. Also ja, genau. Ich mache diese Sternebewertung ja auch nur für euch und halt für mich in meinem Bookjournal. Also von daher, ja, ich gebe euch einfach nur so eine Skala, damit ihr vielleicht einschätzen könnt, wie sehr ich die positiven und negativen Aspekte, die ich ja auch immer in der Rezension nenne, gewichte. Genau, also für nichts anderes mache ich das. Ja, wenn ich halt ein Rezensionsexemplar mal habe, dann ja, wird es ja gefordert, dass man noch auf anderen Plattformen eben Sterne vergibt. Das mache ich dann natürlich auch. Aber ansonsten, ja, kriegt ihr meine Sterneangabe. Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Deshalb finde ich das auch nicht schlimm, wenn ich zu euch sage, ja, ich bin zwischen 3,5 und 4, weil es soll ja einfach nur ein Richtwert sein für euch, wie ich es empfunden habe. Was fand ich gut? Ich fand auf jeden Fall die Story ziemlich cool. Es ist nämlich so, dass wir auf der einen Seite diese Jugendlichen, also eben Nemesis und Mercy und auch noch so eine Truppe drumherum kennenlernen und aber auch so ein bisschen was über deren Elternhaus erfahren und was ihre, also die Eltern waren eben auch alle früher auf dieser Academy und sind jetzt einflussreiche Menschen und wie die auch mit ihren Kindern umgehen, was die von denen erwarten, was die eben auch mit gewissen Begebenheiten eventuell zu tun haben, diese Familien. Und das fand ich ziemlich cool. Und ja, da endet es auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Und deshalb möchte ich auch weiterlesen. Und dieser Traumaspekt hat mir sehr gut gefallen. Mir haben auch einige Unterrichtsstunden, fand ich spannend zu hören in dem Fall. Ja, weil man doch da einen guten Eindruck bekommen hat, wie das so an der Academy abgeht. Also ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, was da passiert ist, steht mal auf einem anderen Blatt. Aber ja, ich fand's auf jeden Fall interessant und man hat da einfach einen guten Einblick in die Academy bekommen. Jetzt, was mir nicht so gut gefallen hat, das sind so bei so, ja, jugendlicher Romantik oder generell Romantasy-Geschichten, finde ich das immer wichtig, dass man mit den Charakteren, dass man die Charaktere versteht, also versteht, wie sie handeln und warum sie handeln. Und solche Geschichten sind ja doch auch darauf ausgelegt, dass man sie sympathisch findet oder ja, sich mit ihnen identifizieren kann, jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber
ja, ich meine, ist ein Bonus, wenn man es kann. Und irgendwie hat mir da die Tiefe gefehlt, sowohl bei den Hauptcharakteren als auch bei den Nebencharakteren, weil es bildet sich dann eben auch so eine Clique, so eine Freundesclique. Und irgendwie waren die plötzlich Freunde und ich habe den Weg dahin nicht so richtig verstanden. So, wie ist das jetzt passiert? Also zuerst kannten sie sich nicht, dann haben sie sich getroffen, dann haben sie da so irgend sowas veranstaltet und plötzlich waren die Freunde und ich habe gedacht so, hä, wie ist das denn jetzt passiert? Und ja, auch diese Liebesgeschichte zwischen Mercy und Nemesis, ja, ist bei mir jetzt nicht so angekommen. Also ist jetzt auch nicht schlecht, aber so halt so neutral. Und da hat das Buch, glaube ich, bei mir nicht das bewirkt, was es eigentlich bewirken sollte. Natürlich, wie immer, super subjektiv, aber ja, so ist es. Und deshalb eben diese Sternenanzahl. Jetzt kann ich das Buch empfehlen. ja, eigentlich schon. Also wenn ihr Interesse an so Jugend-Romantasy-Büchern habt, gerade mit diesem Thema, das Thema an sich ist meiner Meinung nach gut umgesetzt. Also dieser Haupthandlungsstrang mit, ja, was ist da passiert mit dem Bruder von Nemesis? Wie sind die Verstrickungen von den Eltern und so weiter und so fort? Das ist wirklich gut umgesetzt und das erzeugt auch Spannung. Und dadurch, dass ich finde, also gerade ob man jetzt so diese ja, zwischenmenschlichen Dinge, ob man sich davon mitreißen lässt oder nicht, finde ich nochmal ziemlich noch mehr subjektiv als diese Handlungen, wenn ihr wisst, was ich meine. Von daher könnt ihr es auf jeden Fall, finde ich, probieren, wenn ihr das Oberthema spannend findet. Und was man auch dazu sagen muss, das ist auf jeden Fall ein Jugendbuch. Also es spielt an einer Academy, in der Jugendliche ausgebildet werden und diesen Vibe hat es auch. Also genau. Das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Colombani ist ein sehr dünnes Büchlein, was ich auch im Mai gelesen habe, sehr, sehr gerne gelesen habe. Das ist sozusagen, also ich würde nicht sagen, dass es ein zweiter Teil ist, aber Letizia Colombani hat ja auch Der Zopf geschrieben. Da muss ich mal gucken, wo das ist. Ah! Genau, Der Zopf ist das hier und bei Der Zopf begleiten wir ja drei Frauen und eine der drei Frauen kommt aus Indien, das ist Smita mit ihrer Tochter Lalita und sie möchte ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglichen. Sie möchte, dass ihre Tochter zur Schule geht und sie flüchtet aus dem Dorf in Indien. Also das erfahren wir, diese Geschichte erfahren wir hier und dann geht es im Prinzip hier bei Das Mädchen mit dem Drachen um, ja, unter anderem auch Lalita. Also wir haben hier eine Protagonistin, die Protagonistin hier ist Lena und sie kommt aus Frankreich ursprünglich. Sie ist dort Lehrerin und ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Vielleicht so Mitte 30, 40 oder so. Auf jeden Fall passieren dann Dinge, die sie nach Indien bringen und sie bemerkt dann die Zustände in Indien auch im Hinblick auf Kinderarbeit, dass ja Kinder bei den Familien, also die Tätigkeiten, die die Familien ausführen, dass da die Kinder eben auch arbeiten müssen und auch sehr lange arbeiten müssen, dass sie nicht schreiben können, nicht lesen können, also Analphabeten sind. Und sie trifft dann am Strand eben auf ein Mädchen und dieses Mädchen ist Lalita und das Ganze nimmt dann seinen Lauf. Es geht dann darum, dass Lena in Indien in einem Dorf, glaube ich, oder in einer kleinen Stadt eine Schule aufbauen möchte und es geht dann eben auch um die Hindernisse, die ihr ja in den Weg gelegt werden von verschiedenen Seiten oder ja, wo sie eben Lösungen dafür finden muss. Auch ja, Schwierigkeiten, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet hat, nämlich, dass sie überhaupt Kinder findet, die in die Schule gehen oder ja, dass die Eltern die Kinder in die Schule überhaupt lassen, weil die Kinder sind halt auch Arbeitskräfte und das würde den Eltern fehlen bei so großer Armut. Und ja, darum geht dieses Buch. Ich finde, es ist wunderschön geschrieben. Ich habe die Geschichte sehr genossen, wenn man das so sagen kann, weil es ist natürlich ein heftiges Thema und kein schönes Thema, aber es wurde mit so viel Gefühl irgendwie beschrieben und eben dann auch, wie Lena immer mehr verschiedene Dinge merkt. Es geht auch ganz viel darum, wie Frauen in Indien behandelt werden und dass es auch eine Frauengruppe gibt, die sich aktiv wehrt gegen, ja, dass sie halt einfach auf der Straße genommen werden können sozusagen. Also ja, das spielt hier auch eine Rolle. Also schon schwerwiegende Themen, aber richtig gut beschrieben, toll verpackt. Und es gibt irgendwie auch Hoffnung
tatsächlich in dem Buch. Also es gibt Rückschläge, aber es gibt auch Hoffnung. Und ja, genau, ich kann es absolut empfehlen, wer vielleicht auch schon den Zopf gelesen hat. Genau, der kennt ja auch die Schreibweise von Letizia Columbani. Und wer das mochte, dem empfehle ich auf jeden Fall Das Mädchen mit dem Drachen. Ich, ja, finde, also tatsächlich habe ich bei dem Zopf, habe ich 4,5 Sterne gegeben. Das war jetzt kein Highlight für mich. Oder ja, Highlight ist für mich auch nochmal was anderes als ein 5-Sterne-Buch. Das ist für mich ein 5-Sterne-Buch. Ich weiß nicht, wofür ich hier irgendetwas abziehen soll. Ein Highlight-Gefühl hatte ich jetzt hier natürlich auch nicht. Das hängt aber bestimmt auch mit den schwerwiegenden Themen einfach zusammen. Also da fühlt man sich nicht so gehighlightet. Ich weiß auch nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau, es war aber auch nicht so, dass ich super... dass mich das alles total runtergezogen hat, weil dazu ist zu viel Hoffnung auch noch drin mit einverwoben. Genau, ja. So viel mal dazu. Ah, so langsam kommt der Ingwer-Geschmack raus. Ja, das ist gut. Okay, dann habe ich den einfach nicht lang genug ziehen lassen vorhin. Machen wir weiter mit einem Buch, das ich gelesen und gehört habe, immer abwechselnd, wie es gerade gepasst hat, nämlich Die Wine Rivals von Rebecca Ross. Und das war ja auch ein Bukopoli-Buch von mir. Das habe ich mir rausgesucht unter dem Feld, ich glaube, Young oder New Adult. Ich war super, super gespannt auf diese Geschichte, weil ganz ehrlich, vom Klappentext her. Das habe ich auch schon gesagt, als ich das Buch rausgesucht habe, als ich es bei den Neuzugängen vorgestellt habe, hat mich das einfach nicht so richtig angesprochen. Also ja, ich finde, das ist ein wunderschönes Buch, also auch mit dem Farbschnitt, ja, da bin ich ja schon auch dafür zu haben. Und ich war einfach neugierig drauf, weil das ja auch schon im amerikanischen, englischsprachigen Booktube-Bereich schon so gemocht wurde. Auch Maren von Reading with Maren hatte das Buch ja schon auf Englisch gelesen, bevor es überhaupt auf Deutsch rauskam und hat da sehr davon geschwärmt. Und irgendwie war ich dann einfach neugierig auf diese Geschichte. Und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Wirklich sehr gut. Ich finde diese Geschichte sehr, sehr zauberhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Also erstmal, ich kann euch beides empfehlen. Ich finde, Lesen klappt gut, Hören klappt gut. Die Sprecherin macht einen super Job bei dem Hörbuch. Und ja, also erstmal, was ich beim Klappentext schon mal suspekt fand, wo ich so dachte, was ist denn das? Da steht nämlich, dass die Götter geschlafen haben. Ja, jahrhundertelang schliefen die Götter von Cambria, doch als sie plötzlich erwachen, beginnt ein erbarmungsloser Krieg zwischen ihnen. Und dann dachte ich so, wie die Götter schlafen, erwachen, fangen gleich an zu kämpfen. Okay, irgendwie fand ich das komisch. Und dann dachte ich so, wollt ihr nicht erstmal einen Kaffee trinken? Naja, auf jeden Fall ist es gar nicht so, dass die Götter irgendwie alle geschlafen haben, sondern das wird dann auch erklärt, das ist nämlich ein Gott, der geschlafen hat. Und ja, genau, also da wird auf jeden Fall Recherche betrieben, was es mit diesen Göttern so ein bisschen auf sich hat. Aber ich muss gleich von Anfang an sagen, diese ganze Thematik mit den Göttern, mit dieser großen Welt drumherum, ist gar nicht so im Vordergrund. Das spielt natürlich eine Rolle, weil wir befinden uns hier im Krieg und das spielt eine große Rolle, dieser Krieg an sich, aber nicht irgendwie, wir lernen hier keinen Gott kennen als irgendwie Person oder Nebenperson oder sonst irgendwas, sondern es dreht sich wirklich um diese beiden Protagonisten. Das ist nämlich Iris und das ist, wie heißt er denn nochmal? Rowan oder sowas? Moment, ich gucke nach. Roman Kidd heißt er. Und es ist nämlich so, dass diese beiden in Oath wohnen. Und Oath liegt nicht direkt im Kriegsgebiet, aber ja, nahe dran. Und manche Bewohner von Oath gehen eben ins Kriegsgebiet, um dort auf der einen oder anderen Seite eben zu kämpfen. Und der Bruder von Iris beschließt, in den Krieg zu gehen. Er wird dann auch plötzlich vermisst. Sie hört nichts mehr von ihm. Und dann ist nur noch Iris und ihre Mutter übrig. Ihre Mutter ist seit, ich glaube, dem Tod von dem Vater, ja, psychisch angeschlagen. Und Iris arbeitet in der ortsansässigen Oath Gazette und hofft darauf, den Job als Kolumnistin zu bekommen. Und das ist eben dieser eine Job frei. Und diesen Job möchte aber nicht nur Iris, sondern eben auch Roman. Und Roman kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, einer sehr einflussreichen Familie. Und von ihm wird verlangt, dass er diesen Job ergattert, dass er das schafft, diesen Job zu bekommen. Deshalb eben auch Rivals. Also die Ausgangssituation ist so, dass sie beide in dieser Gazette arbeiten, beide diesen Kolumnistenjob bekommen möchten. Und ja, dann geht es eben auch viel darum,
darum, wer die besten Themen für Artikel bekommt und so weiter und so fort. Und ich fand die Ausgangslage auch schon richtig gut gemacht. Das hat mir so gut gefallen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das erste Buch ist, wo ich wirklich so Rivals to Lovers gelesen habe. Und das gefällt mir, glaube ich, echt besser als Enemies to Lovers. Also gut gemachtes Enemies to Lovers ist auch gut. Aber ja, dieses hier, wie das gemacht wurde mit diesen Rivalen, weil sie eben für den gleichen Job kämpfen sozusagen, das fand ich wirklich, wirklich toll. Und generell muss ich sagen, hat mich auch die Atmosphäre und die Sprache so überrascht von diesem Buch. Die ist nämlich ganz zart, ganz ja poetisch, aber nicht poetisch im Sinne von langweilig. Also manchmal, wenn ich höre, dass Bücher sehr poetisch geschrieben sind, dann denke ich mir so, wäre das vielleicht langweilig für mich. Aber das hat mir unglaublich gut gefallen, dieser Schreibstil, die Dynamik zwischen Iris und Roman und wie sich das alles dann eben weiterentwickelt. Zwischendurch hatte ich mal das Gefühl, man könnte jetzt vielleicht ein bisschen mehr Tempo aufbauen. Da sind sie schon gar nicht mehr in Oath, sondern woanders. Aber dann ist wieder was passiert und ich war wieder voll und ganz drin. Also mir hat diese Geschichte echt gut gefallen. Ich glaube, für 5 Sterne hat es jetzt noch nicht ganz gereicht. Ich würde dem Ganzen 4,5 Sterne geben. Genau, gar nicht mal, weil was ich auch noch gut finde, also ich habe schon oft gehört oder ein häufiger Kritikpunkt hier ist, dass der Fantasy-Aspekt eben sehr, sehr kurz kommt. Und das stimmt auch. Aber ich finde, das passt zu der Geschichte, weil wir sind hier in einer Ausgangssituation, wo eben Krieg herrscht und es geht auch viel darum, dass man Bewohner ist in diesem Ort und dass man selber enorm wenig Informationen über den Krieg bekommt. Also das ist hier auch ein großes Problem in dieser Geschichte, dass viele, also irgendwie die Post funktioniert nicht richtig, dass man Nachrichten von Angehörigen bekommt. Es werden unglaublich viele vermisst. Man weiß überhaupt gar nicht, was los ist, wie ist denn der Stand und so weiter und so fort. Also es geht ganz, ganz viel um Informationsmangel. Und am Anfang recherchiert Iris auch so ein bisschen über diese Mythen, um da was rauszubekommen. Aber wir sind halt aus dieser Sicht von diesen Bewohnern, die gar keine Möglichkeit haben, irgendwie bessere Informationen über den Krieg und über den Stand und was die Götter da machen, zu bekommen. Und das fand ich sehr eindrücklich beschrieben und auch total verständlich, warum dann eben, ja, die Götter noch nicht so eine große Rolle spielen, weil es aus Sicht von Bürgern ist oder weil es eine Geschichte aus der Sicht von Bürgern ist, die in einem Kriegsgebiet wohnen und damit irgendwie klarkommen müssen. Und das natürlich alles in einem Fantasy-Buch, also in einer nicht realen Geschichte, offensichtlich, ja. Und dieses Buch habe ich im Buddyread gelesen, zusammen mit Sandra von dem Kanal SunnyXO. Ich kann sie auch gerne in der Infobox verlinken. Und der Buddyread hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war auch gut, dass ich das im Buddyread gelesen habe, weil dadurch bin ich auch dran geblieben. Dadurch habe ich das Buch auch beendet. Ich weiß nicht, ob ich es alleine tatsächlich beendet habe. Aber ich bin froh, dass ich es zu Ende gelesen habe. Also es war jetzt auch nicht so. Ja, genau. Jedenfalls in A Song of Silver. Boah, jetzt muss ich überlegen, das ist eine sehr, ja, temporeiche Geschichte, würde ich mal sagen. Und da passieren unglaublich viele wirre Dinge. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, was war denn die Ausgangssituation? Wir haben auf jeden Fall eine Protagonistin. Ich glaube, sie heißt Sen. Nein, Sen ist der Protagonist sozusagen. Die Protagonistin heißt Lan. Und Lan schlägt sich als Singmädchen durch in diesem letzten Kaiserreich, heißt es, glaube ich. Also in einer Stadt in diesem letzten Kaiserreich. Das ist auf jeden Fall ein Fantasy-Setting, aber asiatisch angehaucht. Beziehungsweise nicht nur angehaucht, absolut mit asiatischen Elementen. Ich glaube, die Stadt heißt sogar Hang Kang. Das ist, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf Hongkong war. In dieser gesamten Welt ist es auch so, dass ja die sogenannten Elantiner in dieses Kaiserreich vordringen, es immer mehr einnehmen und die Bevölkerung dort unterwerfen wollen. Und ja, ich denke mal, dass das ja so eine Anspielung auf vielleicht ja die Kolonisten ist. Da haben wir eben so eine Ausgangsbasis und
ihre Mutter, also Lans Mutter, wurde von diesen Elantinern eben ermordet. Und es ist dann so, dass eines Tages eben der Mann auftaucht, der Lans Mutter ermordet hat. Und ja, bei dem ganzen Zusammentreffen erwachen dann auch Kräfte von Lan und dabei trifft sie dann auch noch auf Sen und den beiden gelingt es dann zu fliehen. Und ja, dann geht es eben darum, was hat die Mutter Lan quasi vermacht und ja, was hat es mit ihren Kräften auf sich. Und ja, Sen hat auch noch eine Hintergrundgeschichte. Und das Ganze nimmt dann seinen Lauf. Ich habe dem Buch letztendlich 3 Sterne gegeben, weil, also mein größtes Hauptproblem war, dass ich während der ganzen Geschichte nie wirklich eine Sogwirkung verspürt habe. Also die Buddy-Read-Abschnitte hier, die haben mich halt so am Lesen gehalten. Ich habe immer gedacht, okay, ja, ich lese jetzt heute den Abschnitt, damit Sandra und ich uns austauschen können. Aber ich habe das Buch auch jedes Mal sehr gut zur Seite legen können und dann eben in was anderem weitergelesen oder halt auch nicht und irgendwas anderes gemacht. Ich hatte nie wirklich das Bedürfnis, weiterzulesen. Ich fand auch teilweise das Ganze oft sehr wirr beschrieben. Also es ist sehr temporeich. Am Anfang bekommen wir sehr, sehr viele Informationen über eben dieses letzte Kaiserreich und was davor war und so weiter und so fort. Wer wann regiert hat, was wie passiert ist mit verschiedenen Clans und so. Genau, das war viel auf einmal, aber das ist auf jeden Fall auch okay. Aber manche Szenen hier fand ich einfach sehr wirr und habe dann gedacht, wo kommt jetzt die plötzlich her? Und ja, also so richtig Spannung aufbauen konnte diese Geschichte bei mir leider nicht. Sie hat aber auch einige tolle Aspekte. Also manche Szenen waren wirklich gut gemacht. So ist halt so, jede Szene war irgendwie unterschiedlich. Manche konnte ich mir so richtig bildlich vorstellen und auch richtig gut vorstellen als so eine Verfilmung, vielleicht so eine animierte Verfilmung, wie das so manchmal ist, was da beschrieben wurde, auch an magischen Sachen, die da passieren. Da habe ich gedacht, oh, das könnte ich mir richtig gut als filmische Szene vorstellen. Und das, ja, fand ich auch wirklich schön gemacht. Es ist auch so, dass sich natürlich zwischen Lan und Sen so eine kleine Liebesgeschichte anbahnt, aber ganz, ganz zart. Aber auch das, ich komme mir vor wie so ein Stein in diesem Lesemonatsvideo, weil ich immer sagen muss, so, naja, das kam jetzt bei mir nicht so richtig an. Genau, ja. Aber war halt so. Was soll ich machen? Genau. Also von daher, ja, es hat mich, also ich fand es auf jeden Fall cool, mal so eine Fantasy-Geschichte mit asiatischem Setting zu lesen. Das asiatische Setting hat mir sehr gut gefallen. Und ja, deshalb, ich bin da auch absolut offen für andere Geschichten mit asiatischem Setting. Es ist echt so irgendwie der Stil gewesen, der mir vielleicht nicht so gut, der mir an manchen Stellen eben gut gefallen hat, an anderen fand ich ihn dann irgendwie ein bisschen wirr umgesetzt und alles irgendwie schnell abgehandelt. Auf der anderen Seite war ich dann auch froh, dass vieles schnell abgehandelt war, weil ich halt ja nicht so ein Spannungsgefühl hatte und dann war ich halt froh, wenn was schnell vorbei war sozusagen. Also ein bisschen paradox, aber so war meine Wahrnehmung von dieser Geschichte. Dieses Buch habe ich als Rezensionsexemplar vom Bloggerportal genehmigt bekommen, nämlich Stadt der Dämonen von Craig Schäfer. Und das ist eine Urban Fantasy Geschichte mit so Krimi-Thriller-Aspekten, würde ich mal sagen. Hier steht ja auch ein Daniel-Faust-Roman und das ist auch, so wie ich es verstanden habe und ja, so wie es auch aufgemacht ist, der erste Daniel-Faust-Roman. Ich glaube, das wird eine Reihe, wo es eben immer um den Protagonisten Daniel Faust geht und er ist ein Magier oder Zauberer. Diese ganze Geschichte spielt in Las Vegas, auch im Untergrund von Las Vegas. Und ja, Daniel Faust schlägt sich so ein bisschen durch. Er ist auch in so einer Zauberergilde. Da hat er so ein bisschen seine nicht biologische Familie gefunden. Und er weiß, wie die Sachen laufen in Las Vegas, in der Ober- und der Unterwelt. Und er nimmt zwischendurch immer mal wieder Fälle an. Ja, magische Fälle sozusagen. Und in diesem Buch geht es um ein Mädchen, was ermordet wurde und was in den Tunneln unter Las Vegas gefunden wurde. Und ja, wir haben hier eben aber auch
eine, also wir haben hier die Menschenwelt und parallel dazu gibt es auch die magische Welt, also Fantasy einfach. Und da gibt es auch verschiedene Kreaturen und dieses Mädchen wurde zu einem Geist. Das heißt, irgendetwas hält sie noch zurück, die Erde zu verlassen. Ihr ist auf jeden Fall etwas Schlimmes passiert. Und Daniel Faust wird von dem Großvater von dem Mädchen beauftragt sozusagen, beziehungsweise er kommt zu ihm und möchte, ja, dass der Schuldige gefasst wird, weil die Polizei hat diesen Fall auch unter den Tisch gekehrt und da macht sich dann Daniel Faust auf den Weg und merkt, dass diese ganzen Intrigen und was da passiert ist, auch dieser Fall, dass das ja nur ein Symptom von etwas viel, viel Größerem ist. Genau, wo auch sehr, sehr viele mächtige und schlimme Menschen involviert sind und einen Plan haben sozusagen. Ja, und jetzt, wie hat mir das Buch gefallen? Also auch hier ist es so, ja, dass ich einige Sachen richtig gut gemacht fand, die ich auch cool zu lesen fand. Und dann wieder andere Sachen habe ich gedacht, ja, okay, das ist jetzt nicht so mein Ding. Erstmal vorweg, diese Geschichte ist richtig brutal. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie so Content Warnings oder sowas vorher? Wahrscheinlich schon, weil das ist... Nö. Ich sehe jetzt gerade keine. Vielleicht bin ich auch blind und habe die übersehen, aber auf jeden Fall, das ist schon richtig, richtig heftig. Das ist absolut brutal. Wir haben es hier wirklich mit schlimmen Menschen zu tun, also nicht Daniel Faust, sondern also Daniel Faust hat es mit schlimmen Menschen zu tun, ja, oder auch ja, anderen Wesen, die sehr, sehr schlimme Dinge tun, auch Frauen schlimme Dinge antun. Es geht eben auch um jemanden, der entsprechende Filme dreht, sehr, sehr gewaltvoll, dass da die Frauen in diesen Filmen das auf keinen Fall mehr freiwillig machen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, und es wird schon auch sehr detailliert beschrieben. Also da musste ich teilweise echt schlucken. Das Gute an dieser Geschichte ist, dass diese Bösen dann relativ schnell eine verdiente, brutale Strafe kriegen. Da war ich dann besänftigt. Also das, genau, das muss man sich nicht lange, also man muss nicht sehr lange sauer sein und denken so, der kommt immer wieder davon. So, nee, das, ja, genau. Aber eben das mit der Brutalität, das wollte ich gleich mal vorweg sagen. Wer da sowas nicht aushalten kann, der ist nicht, das ist absolut dann keine Empfehlung für solche Personen. Was hat mir gut gefallen? Mir hat wirklich gut gefallen so die Atmosphäre, so die Stimmung in Las Vegas und ja, wie Daniel Faust davor geht. Ich mochte auch Daniel Faust als Protagonisten sehr gerne. Er ist natürlich sehr, es ist, ja, wir sind hier in einer korrupten Stadt. Wir sind hier, die hat so Sin City Vibes auf jeden Fall. Und da ist halt nichts mit irgendwie, ja, unserer Legislative, Judikative und Exekutive und sowas. Das funktioniert da nicht. Das heißt, Selbstjustiz ist hier ganz groß geschrieben. Genau, aber in diesem Setting fand ich das dann halt auch echt okay. Ja, wir haben hier dann auch noch eine Dämonin, die irgendwann die Bildfläche betritt. Die fand ich auch sehr cool. Also so auch das Zusammenspiel zwischen Daniel und ihr. Das hat mir gut gefallen. Und ja, das mochte ich. Insgesamt war es auch immer wieder spannend. Also ich hatte hier schon öfter mal das Bedürfnis weiterzulesen als jetzt bei Song of Silver. Zwischendurch war es mir dann doch auch zäh. Also das ist, glaube ich, auch zusätzlich mit dieser Brutalität, die ich nicht so in dem Ausmaß gebraucht hätte, war es dann zwischendurch irgendwie auch ein bisschen zäh, muss ich sagen. Also da habe ich dann gedacht, okay, jetzt könnte es mal irgendwie vorwärts gehen. Und zu dem Ende, da war ich auch ein bisschen unschlüssig, weil ja, das hat dann Ausmaße angenommen, wo ich gedacht habe, im Ernst, darum geht's jetzt. Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht genauer drauf eingehen, weil sonst würde ich spoilern. Aber irgendwie dachte ich so, okay, das hätte ich jetzt gar nicht so gebraucht. Um das mal zu umschreiben, wir starten hier mit so einem kleinen Fall von dieser Frau, die eben ermordet wurde. Und dann wird es immer größer und immer größer. Und dann wird es das große Ding, was geplant wird sozusagen. Und ich habe dann schon gedacht so ein bisschen, naja, okay, es war mir einfach ein bisschen zu übertrieben. Ich schwanke hier noch zwischen 3, 3,5 Sternen. Das muss ich mir dann wirklich überlegen, was ich dann letztendlich vergebe, eben auf den Plattformen, wo ich es bewerte, weil das ist ja ein Rezensionsexemplar, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil ja, insgesamt fand ich so die Art von der Geschichte schon sehr faszinierend. Also ja, wie Daniel Faust da ermittelt mit diesem Setting und alles, das hat mir echt gut gefallen. Von daher vielleicht dann doch eher 3,5.
Aber ja, ich glaube, direkt nach dem Lesen habe ich es mit 3,5 bewertet. Dann, wenn ich dann an das Ende gedacht habe, also es ist dann okay von der Auflösung her, aber als es dann kam, habe ich gedacht, vielleicht doch eher 3. Ja, so geht es bei mir hin und her. Irgendwann werde ich mich entscheiden. Ihr habt jetzt auf jeden Fall mal meine positiven und meine negativen Punkte. Und ja. Genau. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight aus dem Mai. Ach Gott, hat mich dieses Buch gut unterhalten. Das hat mich so gut unterhalten, nämlich Pretty Scandalous von Tammy Fischer. Und ja, ich habe das Buch ja in der Buchhandlung, also ich habe es ja in einem Neuzugänge-Video schon erzählt. Genau, ich habe das in der Buchhandlung gesehen, als ich gerade am Hauptbahnhof gewartet habe, bis meine Bahn fährt. Und ich hatte so richtig Bock auf so eine Geschichte. Also das, was das Cover, ganz viele sagen, sie finden das Cover total hässlich und das Buch spricht sie überhaupt gar nicht an. Das muss ich sagen, finde ich nicht, weil ich finde, das Cover strahlt genau das aus, was man von dieser Geschichte erwarten kann irgendwie. Vielleicht würden da einige widersprechen, die eben die Geschichte gelesen haben, aber das Cover nicht so schön finden. Ist ja auch egal, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Auf jeden Fall hatte ich halt richtig Lust auf so eine High-Society-Intrigengeschichte und das habe ich absolut bekommen. Das wird übrigens auch eine Reihe. Das wusste ich beim Lesen nicht. Ich habe mir einfach den Klappentext durchgelesen, beziehungsweise ich wusste nicht, dass es eine zusammenhängende Reihe ist. Ich dachte halt schon, weil hier hinten drauf, da sieht man auch, ich glaube, das erscheint sogar im Juni. Hier, da sieht man das Cover vom zweiten Band. Das habe ich schon alles gesehen, aber ich dachte, das ist halt so typisch Romance, dass es dann halt immer von irgendeinem anderen Pärchen oder was auch immer handelt oder von einem anderen Fall fast schon, weil das hat hier schon auch einen sehr, sehr starken Suspense-Faktor, aber ist sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, das ist aber so, dass es eben 3 Bände lang um diese Geschichte, die hier den Auftakt nimmt, geht. Genau, gleich mal vorweg. Ich habe, glaube ich, beim Neuzugänge-Video ständig die Namen von Sarah und Peyton, das sind diese Zwillingsschwestern, völlig wild verwendet. Ich habe die 1:1 verwechselt. Allein nur vom Namen her. Also, wir haben Sarah und wir haben Peyton. Sarah ist hier die Protagonistin, die im Laufe der Geschichte Peytons Stellung einnimmt, Peytons Platz einnimmt in New York an einer Elite-Universität. So, genau. Und darum geht es nämlich. Die beiden sind Zwillinge. Sie studieren inzwischen beide auch Architektur, nur an unterschiedlichen Universitäten. Sarah hat nämlich ein Stipendium für die Columbia-Universität in New York bekommen und Peyton geht auf eine lokale Uni, auf ein lokales College, wie auch immer, eben nicht auf diese Uni in New York. Und ja, dann war irgendwie, glaube ich, ein Jahr fast Funkstille. Sarah hat super, super wenig von Peyton gehört, macht sich auch irgendwie schon Sorgen. Sie sieht auf Instagram, dass sie immer mit total den Schickimicki-Leuten und High-Society-Leuten irgendwie zu tun hat und Bilder postet und ja, sich aber nicht meldet. Und plötzlich steht dann Peyton vor Sarahs Tür und bricht zusammen, weint nur, ist auf Drogen und irgendwie auch total zerschunden. Und Sarah ist total geschockt, fragt sich, was passiert ist. Peyton bringt auch gar nicht viel raus. Und dann beschließt Sarah eben, Peytons Platz einzunehmen in New York und rauszufinden, was ist da passiert, was hat es mit dieser Clique auf sich, was haben die ihrer Schwester angetan und was verdienen die. Also sie hat schon so einen kleinen Racheplan. Und diese Geschichte hat auf jeden Fall so, wie heißt die Geschichte? Revenge. Habt ihr die gesehen? Die Serie Revenge. Ich habe die bis zu einem gewissen Punkt richtig durchgesuchtet. Irgendwann wurde es mir dann ein bisschen zu viel, aber ich fand die richtig, richtig toll. Ich glaube bis Staffel 3 oder so. Und ja, da geht es ja auch so um Rache. Und dann eben auch noch die Mischung zwischen Revenge und Gossip Girl. Also ja, Gossip Girl ist ja klar, Manhattans Elite, so was passiert da in dieser High Society und so weiter, Tratsch und Klatsch. Das fand ich so, so gut. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass man nie wusste, wem kann man jetzt trauen. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe jemandem vertraut in diesem Buch. Jetzt habe ich gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ihr wisst nicht, wer. Hier spielen wirklich viele Menschen eine Rolle, viele Charaktere eine Rolle. Und es gibt viele Fallen, in die sie tappen könnte. Und was ich halt auch interessant finde, ist, dass die aus dieser Clique, da habe ich auch den Eindruck, dass die nicht nur als komplett böse dargestellt werden, sondern die haben halt auch ihren Hintergrund, ihr Elternhaus, was sie dazu bringt, eventuell bestimmte Dinge zu tun oder ja, oder Beziehungen, die sie hatten und dann halt
verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Ihr wisst, was ich meine. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ich bin so, so gespannt auf den zweiten Teil. Und ja, genau. Ein klitzekleiner Kritikpunkt, den hatte ich zwischendurch. Aber den gewichte ich quasi mit null, weil ich habe dem natürlich trotzdem 5 Sterne gegeben. Und vom Lesegefühl her ist das auf jeden Fall ein Highlight, weil ich das wirklich durchgesuchtet habe. Aber man muss, also man darf nicht erwarten, dass das jetzt super logisch immer ist. Gerade mit den Racheplänen, die da Sarah dann eben hat als Peyton. Manche Sachen fand ich sehr, sehr cool. Bei anderen Sachen dachte ich so, na, dass das jetzt funktioniert hat, ist halt auch eine gute Portion Glück. Aber das ist auch völlig okay, weil darum geht es nicht in erster Linie. Und ja, genau. So, und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte von diesem Video, beziehungsweise vom Mai. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der ersten Geschichten, die ich im Mai beendet habe, nämlich Der Traum der Lady Flower von Christine McIver. Und dieses Buch habe ich zusammen im Buddy Read mit Frederike von Book Vampire gelesen und das war wieder sehr, sehr cool. Wir haben uns richtig gut über dieses Buch ausgetauscht. Es war der Austausch, den fand ich ja richtig amüsant teilweise, so muss ich sagen. Ich fand das wirklich ein tolles Buch, was man auch im Buddy Read tatsächlich lesen kann. Und ich habe ja dieses Buch bei einem Gewinnspiel, glaube ich, gewonnen auf Instagram. Ja, genau. Ich glaube, sogar von der Autorin veranstaltet. Das ist auch eine ganz, ganz sympathische Autorin, wie ich finde. Und ja, mir hat das Buch überraschend gut gefallen. Ich war so ein bisschen, also worauf ich mich gefreut habe, ist auf diese Schottland-Vibes, auf die Highland-Vibes da mit den Clans und ja, darauf hatte ich richtig Lust. Und dann geht es ja, also wir sind hier im Jahr 1485, ja. 1485. Das fand ich auch sehr cool, so dieses historische Setting. Wobei ich hier dazu sagen muss, die Autorin hat gesagt, dass der Romance-Aspekt deutlich im Vordergrund steht, dass es natürlich zu der Zeit spielt. Ich fand, das war auch gut umgesetzt. Also irgendwie, ja, ich glaube, die Autorin hatte da vielleicht selber ein paar Unsicherheiten, was so das Historische angeht, wenn man sie, weil sie nicht ja, mit, was weiß ich, Ken Follett oder so wahrscheinlich verglichen werden möchte. Aber ja, ich finde das, wie sie das da gemacht hat, fand ich das absolut ausreichend für diese Art von Geschichte und auch interessant. Also ich fand es wirklich gut gemacht. Es kann natürlich sein, dass jetzt ja, Bookies, die hauptsächlich eben gerne historische Romane und so lesen, eventuell von der Intensität vielleicht enttäuscht sind, dass es vielleicht in anderen historischen Geschichten noch mehr eine Rolle spielt. Aber ja, also für mich war dieses Buch auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich habe manchmal gedacht, es fühlt sich gerade so an, als ob ich so eine historische Telenovela lese, weil mich das erstaunlich gut unterhalten hat. Also es geht hier nämlich um Flower und Flower ist die älteste Tochter aus dem McKay-Clan. Der McKay-Clan hat noch 3 andere Töchter, nämlich River, das ist dann auch der nächste Band, den habe ich auch schon da, dann Leaf und noch Sky. Aber ich glaube, der Verlag hat nur 3 Bände genehmigt, also über Sky, die jüngste Tochter, ist jetzt quasi kein Buch genehmigt worden sozusagen, aber über die anderen 2 Schwestern von Flower wird es dann auch noch eben ja, Bücher geben. Und Flower hat den Traum, Tierärztin zu werden, Tierheilerin zu werden und möchte auch gerne bei einer Person, die halt ein bisschen weiter weg wohnt als dort, wo der McKay-Clan ist, in Lehre gehen. Aber ihre Familie hat für sie vorgesehen, dass sie heiraten soll. Und sie soll auch an einem bestimmten Event einen Ehemann finden, nämlich an einer Hochzeit von irgendeinem Cousin oder wie auch immer. Und Kaelan Sinclair, das ist quasi der Sohn von einem befreundeten Clan-Chef von der McKay-Familie, soll sie zu dieser Hochzeit begleiten und ihr dabei helfen, einen Ehemann zu finden. So, das ist eben diese Ausgangssituation. Was Christine McIver hier, finde ich, sehr, sehr gut geschafft hat, ist irgendwie Interesse an den Personen zu entwickeln. Also, dass man wissen will, ja, was die antreibt oder in wen sie sich jetzt verlieben oder ja, irgendwie so Telenovela-mäßig. Und das hat mich wirklich gut unterhalten und das kann ich auch empfehlen. Ich habe dem Buch, glaube ich, jetzt letztendlich 4 Sterne gegeben. Ich habe geschwankt zwischen 4,5 und 4. Bei mir wurden es jetzt dann 4 Sterne, weil, ja, da hatten Frederike und ich ungefähr die gleichen
Kritikpunkte. Und die Kritikpunkte, die wir hatten, wir fanden beide den Anfang vom Schreibstil irgendwie ein kleines bisschen holprig, aber das hat sich dann mit der Zeit total gelegt. Also ich finde, es wurde wirklich richtig gut. Da ist mir nichts mehr in die Richtung aufgefallen, sagen wir es mal so. Und was wir auch fanden, ist, dass die Liebesgeschichte zwischen eben Flower und Kaylan, ja, da hat uns manchmal wie so kleine Bruchstücke irgendwie gefehlt. Also, weil Kaylan hat gewisse Charaktereigenschaften und gewisse Ansichten auch, sehr traditionelle Ansichten natürlich. Er ist ja auch so aufgewachsen, so geprägt von der Gesellschaft dann auch. Und das wurde auch gut umgesetzt, finde ich, dass er da nicht von einer Sekunde auf die andere irgendwie, ja, total anderes Weltbild hatte. Aber irgendwie, um das mal genereller zu formulieren, hätte ich mir da manchmal ein bisschen noch tiefer gehende Szenen gewünscht, sozusagen, so in die Richtung, um das noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Nicht nur, wenn es dann aufs Ende hinzugeht, auch irgendwie so am Anfang oder so zwischendrin. Genau, ja, also das ist so das Einzige, aber das sind wirklich, also keine schwerwiegenden Kritikpunkte. Insgesamt ist mir dieses Buch auf jeden Fall sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben und auch so ein bisschen so eine Überraschung, weil ich nicht gedacht hätte, dass mich das so gut unterhält. So, damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video, von meinem Lesemonat im Mai. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Und mich interessiert natürlich, ob ihr schon eins der Bücher vielleicht gelesen habt, ob ihr Interesse an einem der Bücher habt. Und ja, eure Gedanken super, super gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!